Hallo meine Freunde, in diesem Video soll es heute darum gehen, wie ihr euren Stil ändern könnt, ohne einzukaufen. Damit meine ich eher so, wie ihr euren Stil im Alltag abwandeln könnt, ohne jetzt extra neue Sachen einzukaufen und wie ihr eure Kleidung betrachten könnt und in so die unterschiedlichen Stilrichtungen kategorisieren könnt, um ein besseres Gespür dafür zu kriegen, wie ein Outfit aussieht, ob es zu euch passt oder nicht und dass ihr so ein bisschen nach Gefühl vorgehen könnt. Ich habe hier unterschiedliche Kleidungsstücke aus meiner Capsule Wardrobe rausgeholt. Teilweise sind hier auch Teile aus dem Winter. Ich habe das Gefühl, wir sind momentan in so einem kalten Frühling, dass ich immer noch so warme Teile wie jetzt beispielsweise diese Strickjacke ab und zu noch raushole. Das erste Outfit soll sich rund um diese schwarze Seidenbluse drehen. Ich möchte euch zwei unterschiedliche Varianten zeigen, wie diese schwarze Bluse einmal eher dramatisch gestylt werden kann und einmal ein bisschen schicker, aber gleichzeitig auch casual, sportlich, so in diese Richtung. Denn ich empfinde diese Art schwarze Bluse grundsätzlich so, wenn ich sie mir anschaue, wie sie so ist, als eher schick und edel. Also auch eher so diese elegante Richtung. Denn so wie sie fällt, der ganze Fall ist locker, leicht, fließend. Sie ist ja auch aus Seide und Seide hat immer einen sehr eleganten Charakter. Und dann finde ich aber das Element der Rüsche, was wir hier vorne haben und was sich dann komplett hier runter in der vorderen Mitte verläuft, das finde ich ziemlich romantisch und das gibt dem Ganzen nochmal mehr Softheit zurück, obwohl sie schwarz ist. Das finde ich so spannend, ein Kleidungsstück mal ganz genau zu betrachten, alle Details mal anzuschauen und zu überlegen, in welche Richtung geht diese Information oder in welche Richtung geht diese Information. Genug zur Erklärung. Das erste Outfit habe ich gestylt zusammen mit diesem Plissé-Rock und ich finde, dieser Look, der entwickelt sich immer mehr, so wie alle anderen Looks auch, wenn man die unterschiedlichen Accessoires hinzufügt und die unterschiedlichen Elemente dem Outfit hinzufügt. Ich habe mich für diese Farbkombination hier entschieden, weil ich fand, dass das eine sehr starke, laute Kombination ist, die immer etwas Dramatisches an sich hat. Außerdem finde ich auch, dass die Falten des Plissé-Rocks, dadurch, dass sie ja so stark und sehr deutlich sichtbar sind, auch etwas Starkes an sich haben. Und weil wir hier praktisch fast schon ein Neon-Orange haben, ist das auch eine ziemlich laute Angelegenheit. Um dem Ganzen jetzt noch mehr Dramatik und Stärke zu verleihen, habe ich ein Seidentuch dazu kombiniert. Style Melt, weil hier sehr viel Schwarz dabei ist. So ein bisschen was Nudefarbenes habe ich auch damals in den Entwurf einfließen lassen, weil ich fand, dass das auch wieder so eine Mischung zwischen stark und weich ist und so ein bisschen ein Spiel mit Kontrasten ist. Und das Tuch habe ich jetzt so gebunden, dass ich lange Zipfel habe, die dem ganzen Körper und der Silhouette Länge geben. Das ist ja für mich in meiner eigenen persönlichen Garderobe etwas, was ich eher selten so anziehe. Aber ich wollte euch trotzdem diese Option zeigen, weil ich ja weiß, dass viele unterschiedliche Zuschauer dabei sind und ihr alle unterschiedliche Stilrichtungen habt und euch einfach ganz gerne inspirieren lasst von den Möglichkeiten, die man so hat. Und es grundsätzlich mehr so um den Gedanken dahinter geht. Was die Schuhe angeht, habe ich mich für dieses Paar Schuhe entschieden. Ich habe sie mir vor einigen Jahren gekauft, als eine der wenigen Optionen mit etwas höherem Absatz. Und auch, weil diese Schuhe stilistisch auf zwei Seiten lehnen, also so ein bisschen Spiel mit Kontrasten wieder. Durch die Nieten wirkt das Ganze ein bisschen rockiger, auch durch dieses Leo-Muster, die Riemchen hier haben, finde ich auch so ein bisschen sexy und rockig. Und durch den Keilabsatz, der ja mit Jute bespannt ist, kommt das Ganze wieder mehr so in diese Boho-Richtung und das wird so ein bisschen abgeschwächt. Das fand ich sehr cool dazu. Auch wenn ich mir für dieses Outfit dunkle Schuhe auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Und so als vollendenden Touch fand ich die kleine Handtasche wieder sehr cool. Ich habe jetzt für alle Outfits mal hier die kurze Riemenvariante, mir fällt gerade das Wort nicht ein, wie man das nennt, ausgesucht. Es gibt ja die gleiche Tasche noch einmal, beziehungsweise es gibt für die Tasche ein langes Riemen. Ich sag jetzt einfach mal das Wort, weil mir das andere nicht einfällt. Das finde ich vollendet den Look total. Okay, das war jetzt die dramatische Variante und dann wollte ich euch noch eine Option zeigen, wie das Ganze ein bisschen casual schick oder comfort schick gestylt werden kann. Und da gehen wir weg von den starken Farbkontrasten hin zu komplett schwarz von Kopf bis Fuß. Und ich habe für die Komfort-schicke Variante mich für diese Hose hier entschieden. Es ist eine Jogger, die hier an der Seite so ein Samtdetail hat und ansonsten ist sie ja komplett schwarz. Ich finde das an dieser Hose sehr interessant, dass man hier so ein Spiel mit unterschiedlichen Stoffen hat und man wirklich auch so eine kleine Unterteilung hat. Also sie ist nicht einfach nur schwarz komplett, sondern hat auch so ein bisschen etwas Auffälliges. Und sie ist sehr komfortabel durch das Gummibündchen. Sie sitzt, finde ich, auch sehr schön. Und ich finde, mit dieser Seidenbluse in Schwarz von Kopf bis Fuß geht das richtig schön.
und ist mal eine andere Option. Das muss ja nicht immer eine schicke schwarze Hose sein, man kann ja auch ab und zu einfach zu einer etwas komfortableren Variante greifen. Um dann auf der komfortabel schicken Seite zu bleiben, habe ich mich hier für diese schwarzen Sneakers entschieden, die eine weiße Sohle haben. So im Insgesamten sind das ja sportliche Schuhe, aber so wie sie gemacht sind, so wie sie aussehen, wirken sie auch ein bisschen edler und ein bisschen schicker, sodass man mit diesen Schuhen auch die gleiche Balance hat wie in der Hose und dem Oberteil. Eine richtig tolle Sache. Und kombiniert wieder mit dieser kleinen schwarzen Tasche gibt es wieder diesen etwas schicken Charakter wieder zurück und hat etwas sehr Zurückgelehntes trotzdem, auch wenn es eher schick gestylt ist. Also finde ich, dass man diese schwarze Bluse wirklich vielseitig kombinieren kann, je nachdem, zu welchen Kleidungsstücken man greift und wie man über Stoffe nachdenkt und über die einzelnen Details, die ein Kleidungsstück so hat. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und auch einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefällt. Dann weiß ich, dass ich mehr so eine Art Videos machen könnte. Und ich lade jeden Donnerstag um 19 Uhr ein neues Video zum Thema Capsule Wardrobe und Slow Fashion hoch. Für das nächste Outfit dachte ich, hole ich mein weißes T-Shirt raus. Viele von euch wissen ja, dass ein weißes T-Shirt ein echter Allrounder in der Garderobe ist und ich wollte euch jetzt heute ganz bewusst eine Kombination zeigen, die auch etwas mit diesem Rock zu tun hat, der ja vorhin sehr dramatisch gestylt wurde durch die starke Farbkombination und durch die sehr eleganten Stoffe. Und heute dachte ich, würde ich das Outfit einmal ein bisschen romantischer stylen, also dieses T-Shirt auf eine sehr romantische, weibliche Art stylen und dann auf der anderen Seite auch super casual, zurückgelehnt, etwas, was meinem persönlichen Stil sehr entspricht. Und ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, habe ich das weiße T-Shirt hier zuallererst mit dem orangenen Plissé-Rock kombiniert. Dadurch, dass wir hier eine eher helle Farbkombination haben, wird das Ganze komplett anders. Also man ist viel weniger dramatisch unterwegs, hat viel, viel mehr Romantik bei der ganzen Sache dabei. Wirklich ein richtig schöner, freier, lockerer Look für den Sommer, finde ich. Und weil wir ja auch das T-Shirt in den Rock reingesteckt haben und wir so eine Farbunterteilung haben, finde ich, kommt die Taille noch viel, viel mehr zur Geltung und unterstreicht diese Weiblichkeit. Dann habe ich mich für diesen Look für meine nudefarbenen Pumps entschieden. Die kommen bei mir persönlich in meiner eigenen Garderobe eher selten zum Einsatz, aber ich weiß, es gibt ab und zu diesen einen Fall, wo man ganz, ganz dringend seine nudefarbenen Pumps braucht und für den Fall habe ich die. Helle Schuhe finde ich immer eine sehr schöne Wahl, wenn man das Bein ein bisschen verlängern möchte und wenn man so einen kleinen Trick anwenden möchte, dass man ein bisschen von der Silhouette her länger aussieht, was jetzt für mich persönlich nicht immer Ziel meines Stylings ist, aber das zu wissen ist interessant und vielleicht habt ihr ja Lust, das mal auszuprobieren. Einfach so, klar, durch den Absatz ist man auch ein bisschen größer, aber dadurch, dass man praktisch das Bein farblich nicht unterteilt durch die Schuhe, wirkt es ein Tucken länger. Pumps an sich sind ja immer die etwas klassische Variante des Schuhs. Also sie haben etwas Weiblichkeit an sich, aber sie sind schon eher auf der sehr klassischen gediegenen Seite, finde ich, je nach Absatz, weshalb dieser Look jetzt dadurch etwas sehr Sanftes und Zurückhaltendes bekommt. Man könnte natürlich auch andere Schuhe dazu kombinieren, aber ich fand diese hier sehr interessant dazu. Und dann ist das ja eher ein Look, der für den Sommer so gemacht ist. Wenn man dann abends irgendwie unterwegs ist und gerne eine Jacke überwerfen möchte oder so, wenn es ein bisschen kälter ist oder ich sag mal im Frühling unterwegs ist und es ist gerade so diese Temperatur, dass man ein bisschen was anhaben möchte, fand ich auch die Option einer hellen Strickjacke sehr schön für oben drüber. Sonst greift man ja ganz gerne zu einer Jeansjacke oder zu einer offiziellen Jacke, sage ich mal, aber solche Sachen aus dem Winter hat man ja durchaus mal im Schrank. So eine Strickjacke, etwas ein bisschen wärmer, finde ich auch eine schöne Variante für einfach draußen unterwegs sein. Man könnte diesen Pullover einfach so über die Schultern werfen, ist halt natürlich auch ein Look, muss man mögen, oder einfach ganz normal so anziehen und genau, die Freude daran haben. Und für den zweiten Look des T-Shirts wollte ich euch zeigen, wie ich es am allerliebsten casual, wirklich fast schon ausschließlich casual style. Und das ist in Kombination mit so einer Stoffhose, die unten ein Gummibündchen am Knöchel hat. Die Farbe natürlich spielt auch eine große Rolle. Ich habe ja diese Hose, falls ihr euch auf Instagram noch erinnert, ich habe ja so ein bisschen was geteilt. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, ich lasse euch den Link unten in der Infobox oder tippt einfach das weiße Reh komplett zusammengeschrieben in die Suchleiste ein. Ich habe ja gesagt, dass ich einen Fleck drauf gekriegt habe, also ich war es selber, das war nicht Matteo. Mir ist Paprika draufgefallen, ich habe es mit Vanish behandelt und die Farbe war so delikat, dass dann so ein riesen
ausgeblichener Fleck drauf gekommen ist. Ich habe dann die komplette Hose einmal von oben bis unten gebleicht mit dann Chlorix. Das ist nicht das gesündeste, auch für den Stoff nicht, aber das ist das Einzige, was die Farbe wirklich so richtig rauszieht. Und habe sie dann einmal nochmal komplett gefärbt und jetzt hat sie eine komplett neue Farbe. Also sie ist zwar olivgrün, aber viel weniger gedeckt und ein bisschen mehr Richtung Waldgrün. Finde ich total spannend, weil ich das Gefühl habe, was Neues zu haben, ohne eingekauft zu haben. Das ist für mich eine richtig spannende Sache. Ich kombiniere gerne diese Kombination Weiß-Olivgrün. Und für diesen Look finde ich solche weißen Stoffsneaker sehr, sehr geil. Weil sie vorne weiß sind, auch die Sohle ist weiß, aber hinten hat man so ein bisschen Blau. Also wenn man geht, dann hat man immer so ein kleines bisschen Blau, was da rausblitzt. Finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß noch, wie ich diese Sneaker, als wir noch in Ingolstadt gewohnt haben, an einer Frau gesehen habe. Und ich fand sie so schön. Ich hätte sie beinahe gefragt, wo sie her sind. Dann habe ich sie aber selber schon gefunden. Also die gehen immer, die sind neutral genug. Die können sowohl klassisch gestylt werden, als auch casual, als auch so ein bisschen in die schickere Richtung tendieren. Weil das sind so kleine Chamäleone, die einfach ein Allrounder in der Garderobe sind. So was Neutrales. Und dann, anstelle der typischen Jeansjacke, die man ganz gerne mal anzieht, finde ich einen Trenchcoat sehr cool. Einerseits, weil er farblich dazu passt und wir hier so diese Erdtöne haben, beziehungsweise diese neutralen Töne mit dem Olivgrün. Wir sind hier auf der natürlichen Seite unterwegs, also jetzt nicht so was krass Starkes wie dieses Orange, sondern mehr so wirklich die natürlichen Farben. Und weil es die Längen auch nochmal schön aufgreift. Also man hat diese etwas kürzere Hose, die nicht bis zum Boden ragt oder nicht bis zu den Schuhen ragt. Diese sportlichen Elemente werden hier im Trench dann nur noch mehr deutlich. Finde ich sehr schön. Und dann hat man ja viele unterschiedliche Optionen, welche Tasche man auswählt. Ich habe jetzt von der Farbe her nur diese hier, die ganz gut passen könnte, weil schwarz finde ich hier ein bisschen zu stark dafür. Und ich finde, das fügt sich sogar auch sehr schön ein, so eine Rattantasche. Sie lehnt zwar eher so in die Richtung Boho, aber ich finde, sie fügt sich trotzdem sehr schön in das Outfit ein. Und für das nächste Outfit wollte ich dieses blaue Seidentop stylen. Auch dieses Top ist eher etwas Feines. Es ist sehr feine Wäsche. Sieht auch so ein bisschen eleganter aus, hat etwas sehr Schickes an sich und auch das wollte ich in eine andere Richtung stylen, etwas, was nicht offensichtlich ist und was man vielleicht nicht jeden Tag so gestylt hätte. Ich habe diese Bluse sehr gerne in meiner Schwangerschaft getragen. Ich habe auch damals einen sehr schönen Rock gekauft, der auch sehr bequem über den Bauch ging. Das ist einmal dieser hier und ich finde, farblich passt das sehr schön zusammen, weil es zwei gedeckte Töne sind, die sich nicht beißen, die nicht irgendwie gegeneinander konkurrieren. Sie sind farblich irgendwie so auf einer Höhe und auch von dem Stoff her sind sie sehr, sehr ähnlich. Auch wenn wir hier Seide haben und hier Baumwolle, sie sind beide sehr fließend, haben etwas sehr, sehr Lockeres an sich und beide sind sie sehr leicht und atmungsaktiv. Also die Charakteristiken des Stoffs sind hier sehr ähnlich. Und auch von den Elementen finde ich das auch spannend, hier zu betrachten. Am Bündchen haben wir diese leichte Rüschen und Rüschen, die geben immer so ein bisschen was Romantisches, Schönes, Verspieltes dem Outfit hinzu. Und auch hier haben wir so rundliche Muster, die auch etwas Weiblichkeit haben. Also ihr seht schon, das ist auch ein Outfit, was mehr so Richtung Sommer geht und dazu fand ich auch wieder meine nudefarbenen Birkenstocks sehr cool. Sie haben etwas sehr Entspanntes an sich. Das ist so anders als Flipflops. Ich hätte früher gerne zu Flipflops gegriffen oder zu einer Art Sandale, aber diese hier sind einfach durch die Breite und auch durch die breiten Schnallen einfach sehr viel, wie soll ich das beschreiben? Sie wirken irgendwie so bodenständig, finde ich. Und auch gar nicht so aufgeregt. Und auch gar nicht so, als würde man jetzt sportlich unterwegs sein und irgendwie schnell irgendwo hin müssen oder so, sondern einfach wirklich ganz entspannt und locker. Und Flipflops, finde ich, sehen immer ein kleines bisschen mehr nach Urlaub, nach wirklich richtig knalliger Sonne aus. Etwas, wo viel Hitze im Spiel ist. Da sind diese hier anders, auch wenn sie nicht sehr viel mehr Wärme liefern als jetzt so Flipflops. Und dann kombiniert zu so einem sehr, sehr langen Rock, finde ich, holt es diese sehr, sehr bodenständige, entspannte, fast schon Boho-Seite raus und unterstreicht sie nur noch mehr. Bei dem Rock muss ich ehrlich gestehen, jetzt wo ich nicht mehr schwanger bin, habe ich das Gefühl, cool wäre es, wenn er so ein bisschen kürzer wäre, vielleicht bis zum Knie oder so. Oder bis zur Wade, weil einfach meine Rundungen jetzt anders sind. Ich habe jetzt nicht mehr diesen dicken Bauch und mit anderen Proportionen, das finde ich auch so spannend, das zu beobachten. Je nachdem, welche Proportion man hat,
wirken Kleidungsstücke komplett anders an einem, weil der Stoff anders verteilt ist, er fällt anders, die Längen sehen anders aus, weil die Breiten anders sind und so weiter. Beobachtet das mal an euch, ob euch das auch auffällt, wie unterschiedlich Kleidungsstücke aussehen. Okay, das wäre jetzt die sehr sommerliche Variante und dann hole ich endlich meine geliebte Jeansjacke raus. Ich finde, hierfür geht es sehr, sehr gut. Das ist so ein Look, der wirklich unaufgeregt ist, total entspannt, der hat etwas sehr... Ich bin ja einfach so zu Hause unterwegs und bin kurz rausgegangen an sich. Das ist gar nicht so, ich habe mich komplett gestylt, sondern ich habe einfach was angezogen und etwas aus meinem Kleiderschrank gegriffen, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen. Und ich finde, dass mit all diesen Komponenten, die man halt jetzt hier so gestylt hat, wirkt diese Seidenbluse oder dieses Top schon sehr, sehr viel entspannter und gar nicht mehr so edel und schick, wie es vorher ausgesehen hatte. Und auch die Tasche durfte hier nicht fehlen, weil wir gerade hier wirklich so ein bisschen mehr in die Boho-Richtung tendieren oder in dieses sehr natürliche, und ich finde, das passt sehr, sehr gut dazu, farblich und auch durch die Textur, die man hier so hat, hat man diese kleinen Details, die dem ganzen Outfit etwas Interessantes hinzufügen. Und dann wollte ich das Seidentop gerne so stylen, dass es ebenfalls sehr alltagstauglich ist und nicht aufgeregt, nicht irgendwie, ich habe mich richtig schick gemacht. Und dazu habe ich die Jeans rausgeholt. Das ist eine meiner Lieblingsjeans. Ich besitze ja nur zwei, diese hier und diese hier. Und für ganz unterschiedliche Zwecke. Diese hier finde ich dazu sehr schön, weil sie High-Rise ist. Und wenn man das Top auch in die Jeans reinsteckt, dann hat es auch etwas Weibliches an sich. Man greift also die Weiblichkeit und das Softe aus der Bluse auf. Und die Jeans an sich, eine Jeans ist immer alltäglich. Sie ist immer... etwas, was man viel auf der Straße sieht. Man ist jetzt kein schräger Vogel, wenn man eine Jeans anzieht. Man fällt nicht so stark auf. Weshalb eine Jeans so ein Outfit immer so ein bisschen wieder auf den Boden zurückholt. Dazu wieder meine Lieblingssneaker. Die sind einfach so wandlungsfähig und passen zu sehr, sehr vielen Outfits. Und dann könnte man auch eine schöne, lockere Baumwoll-Strickjacke dazu anziehen. Oder auch hier die Jeansjacke, die ginge auch ganz gut. Ich wollte euch nur auch nochmal eine Option zeigen, die so ganz anders ist. Und das Outfit nochmal mehr Weichheit hinzufügt. Das ist eine Option für wirklich draußen oder so, wenn es dann ein bisschen kälter wird und man mit diesem ganz feinen Top einfach zu kalt wäre. Ich habe hier meine Wollstrickjacke von Cézanne. Ich finde, farblich ist sie so eine schöne Ergänzung dazu. Einmal dieses Taubenblau in so einem helleren Ton und dann einfach so ein Nude-Ton, der mehr so in diese Pfirsichfarbene geht. Also so ein heller Frühlingston, was sehr weiblich und sanft aussieht. Und auch hierzu hätte ich meine Rattantasche kombiniert. Natürlich könnten auch andere Optionen sehr gut dazu passen. Es ist halt nur die einzige Variante, die so in dieser Farbwelt ist, die jetzt zu meinen Outfits passt. Ihr könnt ja bei euch auch ausprobieren, was ihr so für Farben, Taschen, Materialien habt, auch Stilrichtungen. Und einfach mal so ein bisschen testen. Das würde ich sowieso gerne wissen, falls ihr das zu Hause ausprobiert habt. Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare rein, was so eure Experimente ergeben haben und ob ihr zu neuen Erkenntnissen gekommen seid. Denn ich finde das sehr spannend, seine Garderobe mit neuen Augen zu betrachten und wirklich nicht immer darüber nachzudenken, sich etwas Neues kaufen zu müssen, um irgendwie sich zu verändern, was Frisches zu haben, sondern wirklich seine Kleidungsstücke auf Herz und Nieren zu prüfen und immer mal wieder, das stelle ich nämlich fest, einmal reicht nicht, sondern einfach immer mal wieder ausprobieren und sich herauszufordern, Teile wirklich in eine komplett andere Richtung zu shiften. Okay, wer von euch Lust hat, eine Challenge zu machen und seinen Kleiderschrank wirklich zu hinterfragen, seine Figur mit neuen Augen zu betrachten, sein Kaufverhalten zu hinterfragen, der kann gerne meine Stilbewusst-Challenge machen. Das ist eine 5-Tage-E-Mail-Challenge, in die ihr euch eintragen könnt und ihr bekommt jeden Tag dann eine E-Mail mit einer kleinen Aufgabe, mit ein bisschen Hintergrundwissen. Meldet euch an, den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und Dankeschön an alle, die diese Challenge schon gemacht haben. Ich habe gesehen, es haben sich sehr, sehr viele Frauen eingetragen. Ich bin so gespannt auf eure Rückmeldungen. Ich habe auch schon sehr, sehr viele E-Mails bekommen mit, die Erfahrung habe ich gemacht, das ist mein Kaufverhalten, das steckt bei mir dahinter, wieso ich immer wieder was Neues brauche. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Schreibt mir gerne eine E-Mail, ich lese sie sehr, sehr gerne. Und wer mein letztes Video noch nicht gesehen hat, der kann sich hier das Video angucken. Da geht es um mehr Style im Alltag. Da habe ich auch unterschiedliche Outfits für euch zusammengestellt und einfach so ein paar Ideen gegeben. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.